Linda Bresonik, Sie sind zurück in Deutschland nach einem Abenteuer in Frankreich. Wie geht das jetzt? Ja, mir geht's gut. Ich bin wieder zu Hause, mich hier immer wohlgefühlt und ja, bin froh, wieder hier zu sein. Mhm. Duisburg hat heute gegen Bayern München gespielt. Ein schweres Spiel? Ja, wenn man den deutschen Meister zu Besuch hat, dann ist das nie ein einfaches Spiel. Ich denke, wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht, den Bayern das Leben so ein bisschen schwer gemacht und ja, dass dann irgendwann, dass man dann sieht, dass die mehr Qualität haben als wir. Das war mir persönlich vor dem Spiel schon klar. Ne? Ja. Ich meine, wir hätten 1-2, wenn wir 2-0 führen zur Halbzeit, dann sieht es. Das könnte, ne? Genau, wir haben zwei hundertprozentige Chancen. Ja, macht man nicht und dann verliert man halt. Ja. Dann in die zweite Bundesliga. MSV ist schon hoch in die Tabelle. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, Zweiter. Also wir sind punktgleich mit allen anderen und ja, haben, glaube ich, am Mitte November gegen Kloppenburg das erste Highlight-Spitzenspiel. Ja, bin aber davon überzeugt, dass wir das Zeug haben, aufzusteigen wieder. Ja. Ja. Und dann für die Saison ist das Ziel, Meister zu werden? Also ich will auf jeden Fall Meister werden, weil ich aufsteigen will. Denke, das ist möglich, aber da müssen wir auch eine Menge für tun. Dann Deutschland war in Kanada Vierte. Haben Sie ein bisschen die WM gefolgt? Ich muss zugeben, gar nicht. Ich war im Urlaub und die Spiele waren ja teilweise auch echt immer nachts. Und also dafür bin ich nicht aufgestanden, nein. Und dann die Champions League Finale in Berlin. Haben Sie da noch etwas Gedenken nach? Ja, wäre schön gewesen, wenn wir gewonnen hätten mit Paris. War ärgerlich kurz vor Schluss, aber auch das gehört zu einer Karriere dazu. Ja, ist Vergangenheit jetzt. Ja. Und kann diese Mannschaft von Paris, können sie einmal das gewinnen, die Champions League? Oder ist das gegen deutsche Teams schwierig? Tja, also das ist schwer. Für mich gehört Paris in diesem Jahr nicht zu den Top-Favoriten, die um die Champions League mitspielen. Ich denke, es gibt zwei, drei andere Mannschaften, die stärker sind, unter anderem auch aus Deutschland, weil ich finde, die Bayern auch heute haben überragend gespielt, eine tolle Spielanlage. Mhm. Ja, aber man weiß nie, man muss auch Losglück haben, ne? Ja. Und ja, dann wird man sehen, wer am Ende die Champions League gewinnt. Okay, danke schön, viel Spaß noch, danke. Okay.